Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es ist Donnerstag, also es ist wieder soweit. Vielleicht gibt es ja Leute, die tatsächlich drauf gewartet haben. Und die Susi rennt erstmal vor mir weg. Ich such Totems. Es ist der Neue und der ist direkt an der Shack bei mir. Jetzt weißt du, warum ich weggerannt bin. Ich hab's im Gefühl. Hallo auch erstmal von mir hier. So. Ich habe jetzt diese Archivaufgabe, wo ich mit allen kaputten Totems kommen muss. So, das war Nummer 1. Er ist auch noch bei mir. Also du hast noch... Hier am Hügel an der Shack ist auch noch ein Totem. Okay. Ich hätte eigentlich mal Niederwild mitnehmen können. Ich glaub, er trifft ist das Gott sei Dank geteilte? Ich glaube ja. Ich renne gerade rüber auf die andere Seite. Okay. Gut. Ja, da werden hier auf der Seite 2 sein, auf der anderen Seite 2 und eins wahrscheinlich in der Mitte. Upsi, ich habe abgeschmiert. Ich mach hier mal eins weg. Du musst, es muss ja eigentlich nur weg sein. Nee, es müssen ja nur weg sein, ja. Also ich bin das am Hügel. Machst du das in der Mitte oder? Nee, ich bin auf der anderen Seite gerade. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal in der Mitte gucken. Er jagt gerade in der Mitte die Klödi. Was ist? Klödi liegt. Bringt er sie hin? Da am Jen in der Mitte. Da war die Klödi auch dran. Ich habe halt abgeschmiert, als ich da vorbei bin. Okay, er läuft in... Ja, er kommt hier zu mir. Okay, ich hab sie runter. Nee, lass dich heim. Ja. Kommt er wieder hierher? Nee, da kommt wieder rüber. Der hat 100 pro Barbecue. Ja. Tritt mein Gen. Geh mal. Geht jetzt in eure Richtung, ja. Die andere macht hier hinten einen Generator. Und mich auch holen. Was wollen wir hin? Ah, da. Er ist hier drüben noch auf der Hälfte. Er guckt hier in die Schränke. Okay, dann lasse ich mich mal heilen. Er kommt rüber. Er ist hier bei den Bussen. Okay. Ich sitze in der Mitte an dem Gen und versuche da mal ein bisschen was zu machen. Ist jetzt weggegangen, ich weiß nicht wohin. Da. Da. Er kommt hier zu. Ich glaube, er geht zu dir. Naja, er kommt hier rüber. Er geht wieder. Ja, er kommt zum Haken. Zarina versucht zu blocken, aber das... wird nix. Ja, moin, er ist bei mir. Und ich bleib hängen. Hashtag hängen geblieben. Hashtag Fatshaming. Hashtag. Fatshaming finde ich immer noch am besten. Spiel ist broken. Ich bin auch direkt am Haken. Zarina ist auf jeden Fall hier hinten. Na komm. Sie ist aber durch. Also der in der Mitte ist weg. Ist das immer so, wenn dich jemand heilt, dass von denen ihren Händen Blut tropft? Nee.
Bei der Zarina hat ja gerade Blut von den Händen getropft. Hä? Ist mir noch nie mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Mir auch nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat der schlampiger Schlachter und vielleicht ist es deswegen. Keine Ahnung. Kann, Hab ich jetzt irgendwie nicht so aufgepasst. Möglich sein. Ich sehe hier keinen Toten. Hallo. Vielleicht ist im Haus noch eins. Also wir haben jetzt drei, ne? Ah, hier ist ich habe eins gemacht, ja. Das sind vier. Er geht rüber. Hier. Ich geh mal im Haus gucken. Also ich habe in der Mitte, habe ich... Nee, im Haus ist keins. Ich weiß nicht, ob der uns verarschen will. War mir sicher, dass der Barbecue hat. Ach, der hat trifft deine Wahl sogar? Okay. Ja, Mist jetzt. Ich muss weg! Glüdi, der darf mich halt nicht... er ist schon hier! Okay, er hat mich. Ja, das, war's. Ich bin tot. Dieses gehässige Lachen von dem, ey. Das finde ich gemein. Nee, er geht zur Verletzten, glaube ich. Also ein Tod im Feld, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Naja, konzentrieren wir uns erstmal hier drauf, rauszukommen irgendwie. So, Zarina ist an dem Generator. Der Killer ist bei der Shack hinten. Hat jetzt Zarina. Okay, bin ich verfehlt. Okay, sind alle an unterschiedlichen Gens. Der von Zarina war am weitesten. Sind die noch da? Ja, sind noch in der Check. Der hat ihn gestunt. Sie weicht den Schüssen gut aus. Ich bin ja direkt neben der Check am Hügel. Aber ich höre nichts und ich sehe auch nichts. Okay, also die sind noch. Claudia hat reingeschissen. Also ich glaube, er hat Zarina jetzt verloren. Ja, ja, er kommt. Zarina ist auf jeden Fall wieder an ihrem Generator. Ach, Kacke. Alter, ich hab hier... Ey, das ist doch... Also... Ey, das ist doch echt ein Witz, oder? Was für eine Entfernung der mich gezogen hat. Ja, vor allem... dass du angeblich lenken kannst und was zwischen dich bringen kannst. Der hat immer die größere Kraft. Dich immer dorthin gezogen, wo er dich haben will. Oh, hallo Zarina, sorry. Nein, 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 nein. Flödi ist gleich durch mit dem Gen hinten. Der anderen Seite. Ich hab ja noch nicht gehangen, also alles gut. Der wird jetzt wahrscheinlich Pop hier draufhauen, oder? Ja. Okay. Ja, weiß, dass Zarina hier irgendwo sein muss. Der Haken ist durch mein Gesicht, das ist ja... Also bei mir ist er durch deinen Oberkörper. Ja, also bei mir hängt er durch den Hals und mein Gesicht. Ist ja wieder spannend. Wo ist der Typ jetzt hin? Keine Ahnung. Ich sehe ihn weder bei Claudi noch bei Zarina. Das Problem ist halt, dass alle Gens jetzt hier auf der Seite sind. Ja, Zarina hat keine Wahl. Er jagt die Klöde jetzt. Okay, dein Gen ist, glaube ich, weit... Nee, Zarina ist ein bisschen weiter. Aber Glüdi könnte ja auch mal auf die andere Seite rüberrennen. Ja, da bin ich. Nee, auf die andere Map-Seite meine ich. Ach so. Wenn Zarina jetzt mit hierher kommt und mir schnell hilft, werden wir durch. Ich glaube, es macht
Jetzt guckt sie zumindest zu dir. Komm, Sarina, schnell. Den zieh mal durch, komm. Ist sie tot? Ja. Die Ausgänge sind zumindest nicht beide auf einer Seite, das ist ja schon mal was. Ich muss ja noch erst mal weg. Jetzt wüsste, ob der Ruf einer Krankenschwester hat, ne? Ich glaub's eher nicht. Wenn, dann hat er tatsächlich Barbecue gehabt. Er hat die Zarina hier nicht gesehen. Geht jetzt, glaube ich, rüber zum anderen Ausgang. Ja, ist noch hier in der Mitte. Er kommt wieder zurück. Ich glaube, der hat Flüster oder so. Er hat sie. Ist sie tot? Ich weiß es nicht. Ich glaube, kann auch einmal hängen. Sie hängt, glaube ich, direkt am Ausgang. Frage ist jetzt, kämpft er sie weg oder kommt er hier rüber? Ja, scheint weggegangen zu sein. Er ist hier. Er guckt. Der hat mich jetzt gehört. What? Ich hätte gedacht, er hat die Schranktür gesehen. Hat er auch. Kacke. Sorry, Zarina. Jetzt muss nur noch die Luke bei dir spawnen. Das, glaube ich, wird nichts. So viel Lack habe ich nicht. Schade. Ey, das ist so zum... Ich hasse diesen Killer, echt. Es ist einfach so uncool, wenn der dich mit seiner scheiß Harpune hat, ey. Naja, egal. Ich finde, der wird doch mega oft gespielt in letzter Zeit wieder. Ja, das stimmt. Ich hätte einfach im Schrank bleiben sollen, bis er wieder vorbeigelaufen ist. Ich bin so langsam aus dem Schrank gegangen, da hat er schon rumgedreht gehabt und ist zurückgelaufen. Das war das... Kacke. Ja, die Frage ist, wie lange hätte es jetzt noch gedauert, bis die erste Krähe kommt? Na ja, gut. Das war dann eine nicht so erfolgreiche Runde, aber... Ja. Ja. Reden wir nicht weiter drüber. Ich würde sagen, gehen wir gleich weiter in Runde 2 und so. So, ich glaube, der Susi ist ein Missgeschick passiert. Hat sich zumindest so angehört. Ich glaube, ihre Talente sind ein bisschen komisch. Ja, also ich wollte die Perks nochmal austauschen, aber ich habe zu lange gebraucht, um die Karte hier richtig einzudingsen. Rasentotem? Ich brauche die Karte nicht. Ist das jetzt so eine Karte, die uns allen zeigt, was du so aufdeckst? Ich glaube nicht, wenn ich die jetzt anmache. Ich weiß nicht, hast du gerade was gesehen? Nee. Oder nicht. Also wenn du was hörst oder siehst, killermäßig, dann sag mal Bescheid, weil ich bin noch in eurer Nähe. Ich bin da, wo der Jen angegangen ist. Geh mal Richtung Scheck. Hier ist noch ein Totem an der Scheck. Ja. Weißt du, da wollte ich gerade hin. Lass ich's für dich. Na, dann gönn dir Feng. Okay, oder so. Ist mir ja egal, wer es kaputt macht. Hauptsache, sie sind weg. Hier ist sonst keins. Wo ist denn unser vierter Spieler? Der ist auf jeden Fall alleine gespawnt. Aber der Killer ist immer noch nicht
Da. Okay. Ich befürchte ja, dass das ein Geist ist, der AFK ist. Du, das wäre mir ehrlich gesagt ganz recht, weil... Ich krieg jetzt die Totems hier weg. Ich gehe mal gucken, ob ich irgendwo was Killerartiges finde. Ja, das ist Totem 3. Hier ist noch ein Totem. Wo? Achso, da bist du gerade dran. Sorry, du bist Klödia, du bist unsichtbar. Ah, da hinten ist noch was Rosanes, oder ist das die Kiste? Hier ist noch ein Totem. Jetzt kannst du das wegmachen, weil dann müssen wir alle haben. Ja, mach ich weg. Weil ich habe eins vorne, eins Dings, 3, 4, 5. Dann sind sie alle weg. Sehr gut. Ich glaube wirklich, das ist ein Geist, weil... Sieht nein, der nix. Ist ab. Und der ist AFK. Ich gehe mal hoch den Generator machen. Ja, ich gehe mal zu Fangy Fang. Es könnte natürlich auch ein Spiegelmeiers sein und ich sterbe jetzt hier vor Schreck. Ich glaube es nicht. Hätten wir da nicht einmal wenigstens schon das Dü-Dü-Dü-Dü hören müssen? Ja, ein Spiegelmeiers kann sich ja nicht hochstalken. Der ist ja immer auf 1 quasi. Ah, hinten an der Scheck ist gerade der vierte Mitspieler alleine. Schleicht da rum, ist eine Klödi. Okay. Also ich bin wie gesagt jetzt oben in der Anstalt. Ja, ich komm mal hoch. Schade, dass der Killer nicht auch irgendwann Krähen überm Kopf bekommt. Ja. Ja gut, dann GG. Ja, GG, haben wir halt mal so eine Runde. Oder der Killer kommt dann jetzt, wenn der letzte Jennern ist und hat mit Nöd und Blutwächter uns alle noch... Naja gut, Nöd kann man ja nicht mehr haben, Totems haben wir ja eigentlich alle weggemacht. Ja, stimmt. Du könntest da nochmal in der Kiste gucken, ob irgendwas Interessantes drin ist. Nö, die andere Klödi mit dem Werkzeugkoffer guckt schon. So, war jetzt dort hinten ein Ausgang? Na, direkt raus aus dem einen Haus, wenn du da... Wo eine... Na gut, ich mach mal auf. Ja, also... Cool. Das war ja jetzt mega erfolgreich, die Runde. Yay! Kommst du da? Ja. Ja. Ich bin da. Ich glaube, wir haben jetzt alle Totems ausmüssen können. Schade, ich sehe mit der Karte auch den Killer nicht. Na gut. So, wir werden jetzt ja sehen in der Punktetabelle. Es kann eigentlich nur ein Geist sein. Ja, die anderen hätten Terrorradius gehabt. Oder Ghostface, wenn er in seiner... Ja, aber dann hätte der die ganze Zeit gebückt sein müssen. Ja, war ein Geist. Wow. Ja, das ist wieder so einer, der D-ranken möchte. Na gut, ja, ich gehe mal fix ins Archiv. Ja, das war halt eine Runde. Rausgekommen! Yay! Der hat sogar Punkte, der Killer. Oh wei, da müssen wir in der Nähe gewesen sein. Ja. Na ja, gut, machen wir es mal weiter. So, Runde Nummer 3. Und wir glauben, der Killer hat sich diese Map gewünscht. Wir haben jetzt gerade schon gefachsimpelt, wer es denn dann jetzt sein könnte. Wir haben gesagt, rein theoretisch könnte es Spiegelmeiers sein. Ja, auf jeden Fall einer, der kein Terrorradius hat. Es ist Micha. Ich hab ihn gesehen. Gut. Weil Micha, ich finde den so creepy, wenn der bei dir ist oder. Ich hab reingehupst. Und der atmet dann. Ah, er ist bei mir! Wo bist du? Oh, er hat den David. Ich bin, wo wir. Sind wir zusammen gespawnt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, bin jetzt in der Mitte. Ich kiosk jetzt mal hier in die Mitte ranzugehen. Ja, jetzt hat er mich auch.
Aber das war deine erste Vermutung, Spiegelmeiers. Ja. Das wirkt sehr wohl auch. Entschuldigung. Da war er auf einmal hinter mir. Ach, verdammt, der musste das hier rumkommen. Ich bin ihm voll in die Fresse gerannt. Oh je. Oh mein Gott. Oh. Weil ich kann, es gibt wirklich keinen Killer, der sich diese Map sonst wünscht. Es gibt's einfach nicht. Nee, er ist auch noch hier. Ihr seht ihn nicht, gell? Der ist, hat keinen Terrorradius. Er kommt zu mir. Ich glaube, er hat entweder Barbecue oder Nurse's Calling. Mhm. Ich tippe mal, ruf einer Krankenschwester. Oh, wie schnell ist der denn? Ich dachte, der kann sich nicht hochstalken und ist langsamer. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass er wieder zu euch kommt. Keine Ahnung, ich bin erst mal weg. Oh Gott. Mami. Dann habe ich doch lieber den AFK-Geist, muss ich sagen. Ja, die Runde davor war schön. Er jagt den David. Okay. Die sind hier bei dem fertigen Jen in der Nähe. Okay. Ich heile mich mal schnell. Oh. Na David, ich dachte, du wirst noch gejagt. Das ist jetzt... er ist dort hinten, David. Kommt er um die Ecke, ey. Sorry, David, aber... Okay, ich sehe schon, wir werden in dieser Runde nicht entkommen. Er ist wieder hinter David. Ich weiß halt auch nicht, was ich besser finde. Wenn ich Terrorradius die ganze Zeit höre, macht mich das verrückt. Aber wenn er hat gar keinen Terrorradius, dann... Das schickt mich total. Mac ist mit mir am Gen und hat gerade Osmar reingeschissen. Das macht mich wahnsinnig, wenn der keinen Terrorradius hat, der Killer. Ja, vor allem, wenn du dann irgendwo an einem Gen bist, wo er von allen Seiten kommen kann. Boah, ja, so wie hier! Aber ich finde, wie gesagt, das Schlimmste ist dann, wenn er plötzlich bei dir ist, dieses Atmen, dieses Mac. Atemgeräusch. Boah. Oh, Mac! Oh, sorry, Mac. Alter. Mami. Also ich bin an einem Ausgang, an einem Generator. Ich weiß nicht, wo ich bin. Er hat Mac. Okay, sie ist relativ weit weg von mir. Das ist voll interessant. Das war jetzt eigentlich alle drei Runden mit Killern mit kaum bzw. gar keinem Terrorradius. Ja. Wir haben uns heute. Ich glaube, er ist wieder bei David, oder? Der Terrorradius geklaut. Ach, Ruin hat er ja auch dabei. Scheiße. Kannst Bin du ihn retten oder schlecht? Ja, schlecht, aber. Ich bin halt immer noch verletzt. Aber er ist bei mir! Ich hab's gerade gesehen. Ich wollte da lang gerade kommen. Okay, ich versuch mal zum Haken zu kommen, wenn er bei dir ist. Aber er jagt mich, glaube ich, nicht. Oder er kürzt ab. Ich bin jetzt an einem anderen Gen. Ich habe keine Ahnung, ob der hier irgendwo ist. Alter. Anscheinend ja, weil die Füße wackeln bei ihr. Er ist hier. Ah, Bobby! Oh, ich spüre seinen warmen Atem im Nacken. Oh, verdammt nicht. Oh Gott. Alter. Wie ich es hasse. Und das ist 100 Kronen, Spiegelmeiers. Ja. Er stalkt sich halt nicht mal hoch, also. Nee. Aber ich finde trotzdem, der ist relativ schnell. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Add-on gibt, dass er von Grund auf schneller ist. Ich glaube ja. Also ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Er ist bei mir hier um die Ecke. Ey. David ist auf jeden Fall. David lässt sich heilen. Ja, die Mac ist ja auch. Die sind dort zusammen. Er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir.
Die anderen könnten dich retten. Ja, ich glaube, sie sind unterwegs. Wo ist der? Da hinten. Also Mac kommt auf jeden Fall zu mir und David rennt. Ich weiß nicht, wohin David rennt. Sind wir mal kurz Flink abgeholt. Achso, der hat ja Ruinen. Ja. Er ist noch bei mir. Ja, ja, ich lass mich von Mac gerade heilen. David ist auch hier. Oh, Leute. Gott, jetzt habe ich ihn überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, der ist hinterm Pfosten. Mac ist losgerannt, glaube ich. Siehst du, wo er hingeht? Er ist hinter mir rausgegangen. Aber es kann sein, dass er zu euch hinterkommt. Weil ihr seid alle dort hinten, ihr. Seid alle an Jens. Ah, sie hat das Ruin weggemacht. Okay. Ich komme. Ich Pech hab, renne ich dem jetzt komplett ins Fressbrett. Er hat die Mac. Okay. Alter. Ach, der Weg, ey. Soll ich dich gleich heilen? Ja, er ist noch mit der Mac beschäftigt, glaube ich. Es wackelt zwar ihre... jetzt hat er einen David. Der war aber auf jeden Fall noch an dem Gen, wo ihr wart. Okay. Und Ruin ist ja jetzt weg. Also... ja. Wollen wir hier hinten nochmal gucken, ob ein Gen irgendwo ja. ist? Okay, der ist an. In der Mitte der ist. Wollen wir in diesen runden Raum? Naja, das Problem ist, da rennt er stets und ständig durch. No risk, no fun. Okay, warte, ich komm gleich. Ich gucke am Ausgang nur nochmal nach Totems. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat auch noch Nöd. Ja, das ist gut möglich. Aber hier die Totems alle finden ohne Map, also ohne Karte oder so, schwierig. Mhm. Vor allen Dingen... in dieses eine, das ist so bescheuert in so einem Korb drin. Das habe ich mal durch Zufall gefunden. Ja. Ich hatte ja letztens hier auf der Map ein Totem, was ich gar nicht wegmachen konnte. Es hat mich so aufgeregt. Da habe ich gerade diese Archivaufgabe gemacht, die Totems weg, also 20 Totems zu zerstören. Ich habe mich voll fett verlaufen. Das irritiert mich, dass ich hier... oh, hier ist, ich bin an dem mitten auf dem Gang. Ja, der hier in dem runden Raum ist bei 2/3. Und ich gucke mich die ganze Zeit paranoid um. Mami! Warum? Wir haben erst 2 Gens an. Hm. Hey, der jagt uns, hat uns immer weggejagt. Oh. Ich dachte, dass das scheiß Ruin war. Okay, ja, David. Okay, mein Gen ist jetzt aber an. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier zum fertigen Gen kommt. Keine Ahnung. Versuch zu David zu kommen. Okay, ich bin mit Mac an einem Gen. David nicht selbst. Okay, David. Ah! Hä? Oh Gott! Der ist an mir vorbei und auf die Mac. Warum auch immer. Hat ich nicht gesehen. Hätte mich voll grabbeln können. Er ist wieder bei mir. Ist der David? Was, der David jetzt selber runtergehüpft ist? Ich werde doch kommen. Oh Gott, der hat abgekürzt. Der Misch hat abgekürzt. Oh. Die Palette kann er essen. Ich bin in diesem Raum, wo dieses krasse Glas oben am Dach ist. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Also diesen Flur. Ja, ich renne hier irgendwo am Rand lang. Okay. In der Hoffnung, dass ich niemanden störe. Aber er hat auch, glaube ich, von mir abgelassen. Was aber auch typisch ist, weil ein Spiegelmeiers, dem geht es ja eigentlich nicht darum zu jagen, sondern die Leute so zu erschrecken, ne? So, finde ich jetzt meinen Gen nochmal wieder? Oh, ich hab meiner ist über die Hälfte. Ah! Ach du Scheiße. Gott.
Der Gym war auf jeden Fall fast fertig. Entschuldigung. Gott, ich habe in dem Moment nicht nach hinten geguckt, wo der kam. Ich bin tot. Mein Herz. Mein Herz, ey. Fuck. Oh. So, jetzt sind wir auf jeden Fall alle wach. Der war bei 3/4. Entschuldigung. Ich hab. Sorry. Mann, ich bin extra ganz normal gelaufen, damit ich keine Kratzspuren und keinen Lärm mache. Hey, mein Gen war übel weit. Ist der noch hinter dir? Nee, ich glaub nicht. Aber ich hab einfach Angst. Ich will weg. Alter. Ich guck mal, was die andere macht. Mac rennt da rum. Oh, geht an meinen Gen, Leute. Der war fast fertig. Mac und David rennen zusammen am Kartenrand entlang. Ja, jetzt sind sie bei mir. Ah, Micha ist bei David. Quentin, sei mal ein bisschen leise. Quentin, du solltest doch leise sein. Micha ist nicht mehr bei David. Aber ich kann noch kämpfen, glaube ich. Oh Gott. Alter. Das ist eine Runde. Aber das sind halt die Momente, die ich eigentlich cool finde, weil irgendwie erschrickst du dich wenigstens bei dem Spiel noch. Ja, also, stimmt. Es gibt so Killer, wo ich mir denke, ja, okay, Clown zum Beispiel. Ja. Ist zwar nervig, ja, aber es ist für mich nicht gruselig. Obwohl ich Clowns nicht mag. Aber bei sowas, dann kommt nochmal dieses Horror-Feeling. David hatte meinen Gen gefunden und war dran. Micha hat ihn gepofft. Micha ist gut, ey. Aber der Micha hat echt Ruin und Pop dabei. Krass. Ich würde ja, wenn, dann nur eins mitnehmen. Also ich glaube, dass er Pop hat. Sie sagt, meiner in dem... Oh, jetzt ist er beim Magazine. Ist auch wieder reingerannt. Meiner war in den Gang, wo das Glas oben ist. Und da war fast fertig. Der hier? Nee. Da vorne. Da. Wer wird es bei dir? Ah, wenn er jetzt Pop drauf geknallt hat, ne? Er ist aber auch nicht mehr bei der Mac, glaube ich. Oh, er ist bar gewesen. Ja, er, David. Der will euch jetzt einfach nur von den Gens fernhalten. Ja. Das Ding ist, man kann halt hier auch wieder nicht einschätzen, wo sind die ganzen Gens? Also, ja, sind die jetzt alle auf dem Haufen, hat wieder dagegen getreten. Ich bin ein Stuhl. Du bist wirklich ein Stuhl. Hä, was war denn das? Hast du das auch gesehen? Der hat keinen Arm gesehen. 100 Pro. Aber der hat mich geschlagen. Oh. Ah! Das ist DBD, wirklich. Das war geplant. Bestes Beispiel. Ja, er hat geschlagen. Dass der dich getroffen hat, ist eigentlich... Also ja, das war echt komisch gerade wieder. Der Schlag war schon fertig und dann trifft's mich. Obwohl, gut, verstecken ist ja halt doch eigentlich Quatsch. Das ist ein Spiegelmeier, der sieht mich doch eh. Ja, eben. Oh Gott. Aber sieht er dich, wenn du verletzt bist? Oder wann sieht er dich? Rein theoretisch immer. Also, er hat so, ich glaube, 12 Meter Radius. Mac hat er auch gesehen. Er ist aber noch am Haken. Jetzt geht er weg. Mac ist dort im Runden. Er läuft, glaube ich, Mac hinterher. Oh mein Gott. Ja, er ist bei Mac. David, ich komme! Halte durch! Er ist noch bei Mac. Oh, Mac rennt aber Richtung Haken. Das ist ist weg. Sofort! Falsche Richtung. Ich glaube, du rennst gerade voll rein. Hier ist noch ein Gen. Sie hat ihn gestunnt. Huhu! David, wollen wir hier an den Gen? Nein, wollen wir nicht! Sorry, David! Schneller, Quentin! Ach, verdammt, ich bin noch erschöpft. Egal. Er geht weg. Er geht weg. Ah.
Heilen nützt da jetzt auch nichts mehr. Wir sind da jetzt alle tot. Wir sind alle tot. Was wird denn das jetzt? Also. Oh, komm schon, Mac, du schaffst es. Maggie, komm, lauf. Nein! Oh, ist so knapp gewesen. David ist an einem. Ist das ein Ausgang an einem Gen? Ja, an einem Ausgang, an dem einen ist ein Gen, ja. Da sitzt er jetzt dran. Ich glaube, den zieht er jetzt auch durch. Ist der bei dir? Nee, aber ich wollte ein bisschen Abstand gewinnen wegen Heilen. Ah, ist bei David, glaube ich. Ich konnte halt jetzt auch nicht tanken, weil ich halt noch verletzt war. David zieht weiter durch. Ich glaube, David will einfach nur, dass die Runde vorbei ist. Uhuhu. Okay, David liegt. Also David hat unbeugsam. Er könnte rein theoretisch aufstellen, wenn Michael ihn liegt. Oh, jetzt hau ich noch ein Skitcheck. Ich muss jetzt los, weil sonst kriege ich sie nicht mehr. Ja, David. Ja, hängt David direkt an den Ausgang. David ist tot. Oh, schaff ich's mal. Das wird knapp. Oh Gott. Wo kommt der jetzt rum? Oh, yes. Also der an dem Ausgang, wo er dran war, war echt weit. Oh Gott. Was? Oh. Ey, das ist doch... Ey, diese Runde. Schaff ich's nicht. Ah. Zur Palette, verdammt. Also sind die zwei Gents hier auf dem Gang und der am Ausgang. Ja. Oh, vor allem diese Runde nimmt überhaupt kein Ende. Das ist nee. So anstrengend. So kurz wie die Runde davor war, so lang ist die jetzt, ey. Ja, wirklich. Gott, der ist wieder hinter dir. Oh. Nein! Da hatten wir nur dieses. Ja, das ist so. Oh, verdammt. Oh, ekelhaft. Okay, ich bin jetzt aber auch tot. Dann. Oh, vielleicht ja. Kriegt die Mac noch die Luke. Ich weiß nicht. Steht da. Weißt du, wo die Luke ist? Keine Ahnung. Ja, sie ist an der Luke. Die kriegt sie auf jeden Fall. Ich glaube, so schnell. Hoffe ich für sie, ist mich ja nicht. Ach Gott. Geh auf. Sie ist voraus. Immerhin. Oh, ey, das war eine Runde. Oh mein Gott. Wow, GG. Wow. Ah, und der hatte sogar Uneinigkeit dabei. Er hat jedes Mal gehört, wenn zwei an einem Gen waren. Boah. Erhöht leicht den Sprungangriff bei Diabolik. Und ja, zeigt die Auren von Überlebenden beim Verfolgen innerhalb einer Reichweite von 32 Metern. Boah. Vor allem, er kriegt sogar noch Bonuspunkte. Ja, und er hat sich Leary gewünscht, also. Der David, love to play against Mirror Myers. Yes. I imagine it is quite a horror experience. Ja, das stimmt. Also da, ja. Das ist wirklich so. Es ist wirklich noch so ein bisschen Horror, so dieses, oh mein Gott. Ja gut, eigentlich wollte ich ja vorschlagen, dass wir eine vierte Runde machen, weil ja die zweite so kurz war, aber jetzt war die halt so lang. Ja, die geht jetzt knapp 20 Minuten, ne? Ich würde sagen, dann lassen wir die vierte Runde weg, sonst wird das hier wieder über eine Stunde lang, oder? Ja, ich denke auch. Ja, ich glaube, das sind jetzt hier insgesamt, glaube ich, 40 Minuten oder was das Video geht. Also, ich denke, das reicht. Und ja, deswegen würde ich sagen, war heute mal nicht so spannend. Aber jetzt am Ende war es doch ein bisschen, oh mein Gott. Es war auf jeden Fall anders. Und das muss auch mal sein. Mal anders spannend. Und ja, sorry, falls ihr mit Kopfhörern gehört habt und ich ein bisschen laut geschrien habe oder Tina. Wir haben uns halt erschrocken. Aber so ist das. Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns wie immer fürs Gucken. Habt eine schöne Woche und wir sind dann raus an dieser Stelle. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.